Moin moin liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex. Ich begrüße euch heute hier aus Haltern in der Westrupper Heide. Ich bin noch nicht allein unterwegs. Hinter mir laufen Nadine und Alex. Guten Morgen. Und vor mir läuft der Oberräuber, der Jörg Müller. Schönen guten Morgen. Ja, wir sind hier nicht ohne Grund heute aktiv. Aber warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr später. Okay, ist das schön. Ja, willkommen zurück. Wir gehen hier gerade in die Kirche. Warum, weiß ich selber nicht. Und hier probt gerade jemand die Orgel. Und nicht schlecht. Kilometer sind wir gelaufen. Ich melde mich zurück. Ja, jetzt kann ich mal so einmal erzählen, weshalb und wieso wir heute überhaupt wandern. Weil wir haben alle vier ja so ein paar Vorhaben in nächster Zeit. Und zwar geht es ums Extremwandern. Und wir machen heute mal so einen kleinen Vorbereitungsmarsch nochmal. Ne, fangen wir zum Beispiel mit der Nadine hier an. Die ist jetzt demnächst hier bei Extrem Extrem, heißt das. Und du läufst 155 Kilometer, hast dir wehgetan. An den Brombeeren hier unten, naja. 155 Kilometer willst du an einem Stück laufen mit über 3000 Höhenmeter, ist das richtig? Ja. Wahnsinn, ne? Also das ist Pause, ach komm, die brauchst du nicht. Und zwar, das ist einmal der Diemelsteig, der Upplandsteig und irgendwie so ein Stückchen von irgendeinem anderen Steig macht es auch noch, das ist dann kombiniert 155, ja. Wie lange hast du da Zeit für? 48 Stunden, ja, sprich 2 Tage. Wahnsinn. Fängt Donnerstag 16 Uhr an. Und ist das irgendwie mit Schlafen noch oder ohne Schlafen mit dazwischen? Schlafen. Okay. Bei ja. 80 oder 103. Echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, da kann man nur den Hut vorziehen. Ja, nicht nur wegen der Distanz, sondern auch zusätzlich wegen diesen extremen Höhenmeter, die man dabei hat. Ne? Ja, was mache ich? Ich fange mal, gehe mal jetzt hier bei mir weiter. Ich mache ja den Kölnfahrt. 100 Kilometer. Die 100 Kilometer Variante mache ich und ja, ich fühle mich eigentlich körperlich ganz fit dafür und heute ist auch noch mal so ein kleines Training. Wir laufen heute 47 Kilometer, so ist der Plan. Ob wir das auch schaffen, weiß ich nicht, weil wir sind erst um 11 Uhr morgens gestartet und ja, die Zeit rennt uns ein bisschen davon heute, ne? Ja, mit dabei, ihr seht, ist auch der Jörg, da filmt er, der ist auch auf dem Kölnfahrt unterwegs. In 3 Wochen und der macht die 171 Kilometer Variante. Auch das erste Mal Premiere für dich, Jörg, ne? Ja, auf jeden Fall. Du fühlst dich aber auch fit, sagst du? Ja, sagen wir mal so. So fit, wie es aus meiner Perspektive möglich ist halt, ne? Ja, aber du meinst, das packst du, ne? Ja, also... Ja, wissen tut man es erst hinterher, ist klar. Nummer werden. Ich glaube nicht mal so sehr die Distanz, sondern eher die Müdigkeit und Erschöpfung und so weiter. Da muss man einfach den Arsch zusammenkneifen und einfach durchziehen. Ne? Du hast auch 48 Stunden Zeit, ne? Ist richtig, ja, genau, ne? Genau, richtig. Ja. Ja, wir haben auf der 100 Kilometer Distanz nur 24 Stunden. Und ja, für mich ist es halt eine Premiere, überhaupt so eine Distanz überhaupt zu machen. Das weiteste bis jetzt war der Klingfahrt mit 72 Kilometer letztes Jahr. Hatte damals auch der Jörg organisiert. Das war ein toller Tag, also. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ihr den Klingenpark finisht mit den Höhenmetern, schafft ihr die 100 auch. Ja, wobei man sagen muss, da war keine Nacht dabei, ne? Ja. Die Nacht ist natürlich noch was Neues, was man so trainieren muss. Knapp 24 Stunden marschieren. Ja, in diesem Video soll es ein bisschen um diese Distanzen gehen. Nebenbei zeige ich euch hier die schöne Natur und ich erzähle euch so ein bisschen, wie ich mich jetzt auch vorbereitet habe, noch werde, wie meine Ausrüstung ist.
Aber bis dahin gehe ich noch einmal vorbei zur Alex. Hallo. Die macht nämlich auch die 100 Kilometer auf den Kölnpfad. Wir wollen zusammen laufen, zusammen noch mit zwei anderen, dem Thomas Esch und dem Bernd Seidler, falls ihr die kennen solltet von Instagram. Ja. Bernd eine Minute wahrscheinlich. Ja, der Bernd, der wird wahrscheinlich ewig heizen. Aber wie gesagt, wir versuchen bis zum Ende irgendwie das zu rocken. Ja, ich hoffe, es klappt, ne? Ja, hoffe ich auch. Und du hast ja Probleme gerade mit dem Fuß. Ja, das ist dein einziges Manko gerade, ne? Deswegen testen wir auch heute aus, wie sich ihr Fuß heute hier macht. Ja, ich hoffe, es klappt. So, genug gelabert. Ich melde mich später wieder. Bis später. So, willkommen vom Feuerturm auf dem Rennberg hier in der Hart. Da war ich etliche Male schon oben. Ja, und auch heute wird das wieder gemacht. Ja, herzlich willkommen hier vom Feuerwachturm hier in der Hart. Hier war ich schon etliche Male. Ich glaube, ich habe auch schon zweimal hier ein Video gemacht. Bin mir gerade nicht sicher, es ist ganz schön windig hier, aber das Mikro sollte das eigentlich abkönnen. Ja, keine Ahnung, wie viele Stufen das sind, keine Ahnung aus dem Kopf, wie hoch wir jetzt sind. Werde ich irgendwo wahrscheinlich finden, blende ich unten ein. Aber schaut euch mal hier diese Aussicht an. Das ist echt geil, man kann hier über die ganze Hart gucken. Keine kleine Erklärung, das ist ein Feuerwachturm. Da sitzt im Sommer jemand hier oben drauf. Das ist leider jetzt abgeschlossen, kommt man auf die letzte Ebene nicht. Ja, und der hält Ausschau hier nach Waldbränden. Ne? Der guckt den ganzen Tag hier quasi raus, ob hier irgendwo Qualm ist und dann kann er direkt über die Leitstelle dann melden, da ist ein Waldbrand. Ja, aber jetzt zu den Jahreszeiten ist ja keine Waldbrandgefahr und deswegen ist die Tür zu. Ja, aber es wäre jetzt nur noch eine Ebene, also viel mehr oben sieht man auch nicht. Man hätte nur halt diese ganzen Gitter jetzt hier nicht. Ja, ja, unten sind die drei anderen Rabauken, Alex, Nadine und Jörg. Ja, wenn ihr mal auf deren YouTube-Kanäle gehen möchtet, habe ich unten drunter in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen hier die Aussicht. Ja, 13 Kilometer sind jetzt hinter uns, die haben wir jetzt absolviert. Neben mir dieses wunderbare Feld mit Mohnblumen, das ist echt Wahnsinn, es ist alles voll. Es sieht fast aus, als wenn die da absichtlich angepflanzt worden sind. Allerdings ist es doch so, dass es eigentlich ein Weizenfeld ist und die Mohnblumen sich da einfach nur ausgebreitet haben. Oder wird sowas irgendwie absichtlich als Mischung irgendwie angepflanzt, ich weiß es nicht. Also es wirkt mir eigentlich eher so, als wenn das so gewollt wäre. Ne? Wenn ihr wisst, ob das jetzt künstlich ist oder natürlich angelegt, schreibt es mal in die Kommentare. Also sieht auf jeden Fall traumhaft aus. Wahnsinn. Richtig Wahnsinn. Ja, jetzt nochmal ein Punkt. Wie bereite ich mich eigentlich auf meine ersten 100 Kilometer vor? Ja, wenn ich das mal wüsste. Ne? Ich weiß es ja selber auch noch nicht genau. Ich kann einfach nur sagen, ich trainiere jetzt seit 2021 quasi. Da bin ich angefangen mit Wanderungen. Ne? Da hatte ich damals auch meinen ersten Mountainmarsch mit 30 Kilometer in Dortmund. Und ja, das war damals eine richtige Herausforderung, 2021. Ja, und dann fing das Fieber an. Und dann kam ja der ganze Lauf
mit den ganzen Märsch, mit meinen ganzen privaten Wanderungen. Das könnt ihr alles auf meinen YouTube-Kanal zurückverfolgen quasi. Und ja, Wandern ist ja jetzt quasi mein Hobby geworden, zusammen mit dem Film. Ich bin ja jedes Wochenende fast unterwegs auf einer Wanderung, mal auf kleinen Touren, mal auf größeren Touren, so wie heute, ne? Mal eben einfach so 47 Kilometer, wenn wir die auch heute voll machen und das zeitbedingt nicht irgendwie doch kürzer wird. Ne? Ich meine, weiß es noch nicht. Ja, und so hat sich halt die Kondition im Laufe der Jahre ja von ganz alleine irgendwie angeeignet. Ne? Also die größte Angst, die ich vor diesem Marsch tatsächlich habe, ist einmal ja, die Füße, ne? Ob mein Schuhwerk und die Socken und so weiter die richtige Wahl sind. Ich habe ja doch empfindliche Füße, laufen mir schnell Blasen, aber zu meinem Equipment, da komme ich später noch zu. Und ja, der zweite Punkt ist einmal noch die Müdigkeit, also eigentlich der Körper an sich, wie mein Körper darauf reagiert. Ne? Weil wenn die Müdigkeit dazu kommt, der Kreislauf, dazu kommt noch die ganze Ernährung, die ich an dem Tag machen werde. Ja, wenn man irgendwie zu wenig isst, zu wenig trinkt, hat man direkt Defizite im Körper und es wird dann schwierig, da wieder von diesem Tief hochzukommen. Ne? Wenn man einmal zu wenig getrunken hat und der Haushalt mit den ganzen Elektrolyten, Salz, Wasser und so weiter, ja, den wieder in Ordnung zu kriegen, wenn er einmal down ist, das ist schwierig. Und ja, das ist so die größte Angst, die ich an dem Tag tatsächlich habe. Ne? Aber ansonsten körperlich fühle ich mich eigentlich richtig fit. Also ich glaube nicht, dass meine Kraft da versagen wird. Da bin ich dann doch sehr optimistisch. Ne? Eine Herausforderung wird es auch nochmal. Ja, der Marsch fängt um 8 Uhr morgens an. Ne, es ist kein Rundkurs, man parkt quasi im Ziel. Von dort wird man mit dem Shuttlebus zum Startpunkt gefahren. Und ja, dann brauche ich ungefähr eine Stunde Fahrzeit nach Köln von zu Hause aus. Ich schätze mal, ich werde wahrscheinlich so um 4 Uhr morgens aufstehen. Ne? 4 Uhr, 4:30 Uhr. Um 8 Uhr geht es dann erst los. Das bedeutet, wenn man um 8 Uhr startet, ist man quasi schon kaputt körperlich, so, ne? Wegen der Müdigkeit. Und das ist auch nochmal eine Herausforderung, was es zu bewältigen gibt. Ne? Aber ansonsten bin ich halt optimistisch. Meine Vorgabe ist ungefähr 6 Uhr ankommen. Dann sind es 22 Stunden. Ich denke mal, das ist realistisch. Wenn es weniger wird, umso besser. Aber wahrscheinlich wird es eher mehr. 24 Stunden ist die offizielle Vorgabe und ja, natürlich sind die auch noch länger da, ne? Keine Frage. Aber natürlich will man es ja in der Zeit schaffen, wobei wichtig ist, überhaupt anzukommen und das ist überhaupt das Ziel überhaupt. Also ich achte dann nicht auf irgendwelche Zeiten, das ist völlig unwichtig. Ziel ist 100 Kilometer finishen, egal wie. Da habe ich jetzt so lange drauf hingearbeitet, ja, und wenn das nicht klappen würde, dann wäre ich glaube ich schon enttäuscht. So, und jetzt geht es erstmal hier auf der Strecke weiter. Mittlerweile übrigens, ja, haben wir die Hart durchquert und kommen jetzt gleich auf der anderen Seite irgendwo dann in Haltern selbst raus, wo wir dann unsere Vorräte gegebenenfalls wieder auffrischen. Nach ungefähr 20 Kilometer kommen wir an Haltern vorbei. Ja, und dann wird es erstmal ein bisschen, ja, unwaldiger, um es mal so zu sagen. Ne? Aber bis dahin haben wir noch ein paar Kilometer. Also, weiter geht's, voran. Boah, schaut euch mal hier diese Schutzhütte an. Das ist doch mal ein Kaliber, oder? Steht sogar dran. Hammerhütte. Das ist ein richtiges Kaliber. Oben wächst die Natur auf dem Dach. Hier unten wachsen kleine Schrate in der Hütte. Hi. Hi. Ja, cool. Schöne Baumstämme. Es ist ewig gemütlich hier. Könnte man glatte Rast einlegen, wenn man nicht so im Zeitdruck ist, so wie wir heute. Aber schlafen dürfen wir nicht, ne? Schlafen dürfen wir nicht, nein. Nur rasten. Ja, ja, ja. Und wer rastet, der rostet. Ja. Deswegen gehen wir jetzt heiter weiter. Auf jeden Fall. Los geht's. Jörg, der sterbende Schwan. Kilometer 25, ja, ich habe mich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr zurückgemeldet. Ewig gab es ja keine Gelegenheit zu. Wir kamen aus dem Wald raus, da waren wir die ganze Zeit hier im Stadtbereich, haben uns erstmal bei McDonald's noch eine kleine Erfrischung gegönnt, dann waren wir bei Edeka kurz einkaufen, sind dann jetzt hier an Bahngleisen gelaufen und jetzt sind wir ja im Haltener Stausee. Hinter uns ist so eine Partytruppe, ich weiß gar nicht, ob ihr das in der Kamera seht. Mit ganz viel Alkohol auf dem Bollerwagen, hier scheppert die ganze Zeit der Bass rüber.
Das werdet ihr wahrscheinlich nicht hören, hoffe ich zumindest. Ja, so laufen wir jetzt hier weiter. 23 Kilometer ungefähr sind es noch zu absolvieren. Zeitlich sind wir verdammt schlecht dran. Also wenn wir jetzt die volle Strecke wirklich machen, habe ich das Gefühl, wird das heute nichts unter 10 Uhr abends. Also so war das heute nicht geplant, um es mal zu sagen. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema 100 Kilometer Marsch auf dem Kölnfahrt. Ja, ich erzähle euch jetzt mal so die Ausrüstung, die ich benutze. Ja, die Schuhe machen wir mal zuletzt. Ich erzähle jetzt erstmal was über den Rucksack. Also heute habe ich hier wieder meinen Deuter Rucksack. Ich glaube 30 Liter hat oder 33, irgendwie so einen Dreh. Ist ein recht großes Modell. Der Vorteil ist, man kann verdammt viel reinpacken. Hinten 3 Liter Trinkblase. Den werde ich aber vermutlich nicht auf dem Kölnfahrt mitnehmen. Auf dem Kölnfahrt versuche ich tatsächlich meinen Leichtgewicht-Rucksack wieder zu nehmen, wo ich vorne 2 Trinkflaschen reinpacken kann. Sprich, ich habe Platz für 1,5 Liter Wasser. Das sollte im Normalfall von VP zu VP reichen. Den hätte ich auch heute gerne angezogen. Nur das Problem ist ja tatsächlich, wir haben erst nach 20 Kilometer hier die Möglichkeit gehabt, um Vorräte aufzufüllen. Und das war mir dann mit 1,5 Liter Wasser zu knapp. Aber auf dem Kölnfahrt sollte das eigentlich funktionieren. Denn man hat auch die Möglichkeit, sich Sachen zu dem Nacht-VP bringen zu lassen, sodass man dann, wenn man die am Start abgibt, automatisch an einem gewissen VP, keine Ahnung, den man um 10 Uhr ungefähr erreicht, dann kann man sich die Materialien abholen, sprich also eine Jacke, vielleicht auch eine andere Hose, wie auch immer. Dann kann man sich dann schön die Jacke anziehen und das ist natürlich vorteilhaft, dann braucht man die Jacke nicht den ganzen Tag mitschleppen, wenn man diese für die Nacht braucht. Das Angebot werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Und so brauche ich also auch auf den 100 Kilometer tatsächlich nicht viel an Material und Volumen mitnehmen, weil Getränke und Essen kann man ja überall auffüllen. Ne? Und so habe ich im Rucksack halt Platz für das Nötigste, weil das Ding wiegt verdammt viel. Das möchte ich nicht auf 100 Kilometer mitschleppen. Und ja, aber kommt natürlich auch darauf an, wie das Wetter ist. Ne? Vielleicht regnet es auch an den Tag, vielleicht muss man dann irgendwie allgemein mehr Klamotten einpacken. Ja, das werde ich echt spontan entscheiden. Grundsätzlich tendiere ich aber zum Leichtgewicht. Ja, und ansonsten Kleidung wie gehabt, Trikot, Wanderhose und ganz wichtig, je nachdem wie das Wetter ist, eine Kopfbedeckung. In dem Falle, wenn die Sonne scheint, ein Hut. Weil dadurch hat man natürlich viel mehr Schatten im Gesicht. Und wenn man den ganzen Tag in der Sonne rumhängt, jetzt stellen wir mal vor, es wird 30 Grad, da ist ein Hut Pflicht, um es mal so zu sagen. Sonst verbrennt man sich da die komplette Birne. Ja, das wollen wir natürlich nicht, deswegen ist Hut Pflicht. Ja, so viel zu meiner normalen Ausrüstung, die ich da mitnehme. Na, das habe ich mir über all die Jahre auch inzwischen angeeignet, was da am besten für mich passt. Jeder hat natürlich andere Vorlieben. Dazu kommt übrigens noch eine Gürteltasche, um dann Sachen wie Handy und sowas reinzutun. Oder was weiß ich, so kleine Riegel, wo man halt mal eben schnell dran kann. Und ja, das ist so mein Equipment, wie ich mir das vorstelle. Ja, wenn wir uns dann gleich widersprechen, geht es dann ums Thema Socken und Schuhe. Schiebum, weit, schiebum, bum. Ja, Leute, seht ihr diese Schilder? Lebensgefahr, bleiben Sie auf der Straße. Meine Güte. Ja, wir sind hier auf dem alten Truppenübungsgelände. Alle Filmsitze gerade. Und ja, hier läuft quasi ein Weg durch dieses alte Truppenübungsgelände durch. Man darf die Wege aber hier nicht verlassen, weil die Leute Angst haben, dass hier tatsächlich noch ein Munitionsrest oder so ja, im Waldstück verblieben sein können. Und ja, haben wir natürlich eh nicht vor. Und so laufen wir jetzt erstmal weiter. Das könnte aber jetzt erstmal hier ein bisschen eintönig mal wieder werden. Ja Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier schon über diese Asphaltstraße hier durch dieses ehemalige Militärgebiet hier laufen. Aber ich weiß zumindest laut der Navigationsuhr 2,4 Kilometer noch, bis die nächste Abbiegung kommt. Das ist Wahnsinn. Und man kann halt nicht nach links, nicht nach rechts. Man kann nur dieser Straße folgen bis zum bitteren Ende oder halt wieder zurück. Also es ist schon ein bisschen erdrückend, muss man so zu sagen. Ich denke mal, die gesamte Strecke auf der Straße macht dann ungefähr so 4 Kilometer, vielleicht auch sogar 5 Kilometer.
Aber es ist natürlich ein gutes psychisches Training. Ne? Stur so einen blöden Weg folgen, auch das hat man beim Kölnfahrt an verdammt vielen Stellen. Ich sag mal, bei Kilometer, was war das, Kilometer 12 bis Kilometer 32 oder 34, ja 34 waren es sogar, wir laufen 24 Kilometer einfach nur auf dem Rheindeich bzw. Rheindamm lang. Und das Schlimme ist, einmal schön hoch, über den Rhein drüber und dann wieder runter. Und das ist natürlich, wenn man da 22 Kilometer nur den Rhein hat, ich kann euch sagen, das zieht sich. Also da habe ich so ein bisschen Angst vor, muss man so zu sagen. Aber wenn man dann dieses Stückchen dann überlebt hat, nach Kilometer 34, ja, dann hat man einen großen Teil dieses psychischen Drucks dann auch weg. Ne? Ja, das sind halt die Sachen, worüber man sich im Vorfeld schon Gedanken macht. Aber das Schöne ist ja, wir laufen ja zusammen, man lernt auch andere Leute kennen. Und ja, dadurch wird das alles natürlich alles noch ein bisschen angenehmer. Ne? Man kann sich miteinander unterhalten, vielleicht dann zwischendurch auch mal nicht. Man tut dann ein bisschen Musik auf die Ohren. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass uns ganz viele Leute besuchen. Ne? Ich werde an dem Tag einen Live-Track starten. Und ich hoffe natürlich, dass einige von euch auf die Strecke kommen und uns und auch die anderen Läufer, sei es jetzt auf der 100er oder 171er Strecke, da supporten. Ich weiß von einigen, dass die an dem Tag auf der Strecke sein werden, um uns alle anzufeuern. Ja, und wenn auch du dabei sein möchtest, ich würde mich sehr freuen. Also den Track findet ihr dann, sobald es losgeht, am Samstag. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, die anderen auch. Eine kalte Cola ist immer herzlich willkommen. Ja, wir laufen jetzt erstmal hier auf dieser Asphaltstrecke weiter. Guckt euch mal die süßen drei vor mir an. Vor uns ist jetzt auch noch ein Flugzeug. Das fliegt da irgendwo. Ich sehe es gerade aber nicht. Wo ist es denn jetzt? Egal. Ja, und ihr seht jedenfalls diesen kilometerlangen Asphalt, sowohl vor mir als auch hinter mir. Und jetzt höre ich auf zu erzählen. Bis später. Ja, endlich wieder Pause. Endlich wieder richtig. Der Jörg lag hier auch noch gerade, die Nadine liegt hier immer noch. Scheint gemütlich zu sein. Ja, eine Zecke am Start. Schon wieder? Was? Boah, der Jörg, der zieht dir echt die Zecken an, das ist unfassbar. Die zweite schon. Ja, habe ich dabei. Ja. Willkommen zurück nochmal von der Strecke. Ja, wir haben jetzt hier so ein kleines logistisches Problem sozusagen. Komoot hat mal wieder 1A Arbeit geleistet und hat gerade gesagt, wir sollten hier links... Ja, durch einen Weg, wo dick und fett eine Schranke vor war, mit einem Schild, Betreten verboten, Lebensgefahr. Super. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich geradeaus weiter. Oh, Nadine, ja, vielen lieben Dank. Ich bediene mich mal hier und ich nehme diese wunderbar aussehende Lakritz-Schnecke. Dankeschön. Nehme ich mir gleich, ja. Jedenfalls, wir müssen jetzt hier unsere Asphaltautobahn tatsächlich weitergehen, weil wir jetzt es doch nicht riskieren wollten, hier durch diesen... eventuell mit Munition übersäten Weg zu laufen und werden dadurch wahrscheinlich 3 Kilometer oder so einsparen. Gut, ist jetzt auch nicht schlimm, ob man jetzt ein paar Kilometer mehr oder weniger macht. Wir wissen ja, dass wir es können, aber wäre natürlich für die Kondition vielleicht ganz nett gewesen, die Kilometer noch mitzureißen. Ja, notfalls müssen wir ein paar Mal hoch und runter laufen, dann haben wir das wieder drin. Ja, und so geht es weiter auf dieser wunderschönen Asphaltautobahn. Ja, das sieht jetzt hier auch spannend aus hier. Alles so Betonpöller noch markiert in schwarz-gelben Farben. Ja, hier war anscheinend irgendwie so wahrscheinlich eine wichtige Straße damals hier von der Kaserne. Hier geht es noch weiter. Ja, aber wie gesagt, wir dürfen tatsächlich nur diesem Weg hier folgen. Wir dürfen nicht abbiegen, wir dürfen nicht über losgehen. Und ja, so war das natürlich jetzt nicht geplant, aber wir geben unser Bestes, dass wir irgendwann wieder zurück auf den Track kommen. Und ja, langsam wird es eintönig, hier über diesen Asphalt zu gehen. Ja, die Asphaltschlacht, die nimmt kein Ende. Die Alex hat ja die Tour hier heute organisiert. Also, Richtig gemacht. 1A-Planung, aber also, muss ich sagen. Ich wollte euch ja noch den Kölnfahrt vorbereiten. Wer auf Panzerstraßen steht, der ist auf dieser Tour jedenfalls richtig. Auf jeden Fall. Und ja,
ich weiß nicht, 7 Kilometer oder so sind wir, glaube ich, schon hier drauf. Vielleicht sogar schon 8. Ich habe keine Ahnung, wie viel das hier mittlerweile sind. Aber ja gut, man gewöhnt sich langsam dran. Ne? Also es ist ja lustig, auch wenn die Abwechslung hier nicht so hoch ist. Aber dafür hat man manchmal hohe Gräser links, manchmal kurze Gräser rechts. Also ein bisschen Abwechslung ist ja doch schon da. Also ich glaube, ich bin traurig, wenn es vorbei ist. Ja, ich denke auch. Also ich werde das definitiv hier vermissen. Ja. Vielleicht so eine kleine Imbissbude so am Straßenrand. Die würde hier noch fehlen, dann wäre, glaube ich, das wäre jetzt so, so nochmal das i-Tüpfelchen hier drauf. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kommt sie ja gleich noch. Also wir begeben uns weiter auf der Suche hier nach einem kleinen Imbiss hier. Vielleicht kommt ja auch der Eiswagen hier gleich vorbei, wir wissen es nicht. Also wenn es soweit ist, melde ich mich nochmal wieder. Ja Leute, ich habe keine Ahnung. Ah, hier steht Ausgang. Das spiegelt gerade unsere ganzen Gefühle gerade wieder, die wir hier auf dieser wunderbaren Strecke, da seht ihr das Elend nochmal, also nicht die Nadine, sondern die Straße. Und ja, ne, also Ausgang passt. Wir hoffen, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Ich möchte ein Selfie machen, wie glücklich wir sind, dass wir jetzt hier rauskommen. Wir sind glücklich. Guck mal Leute, ich sehe mich hier gerade im Handy von der Alex. Hallo. Hi. Hi. Ich will ein Selfie machen, dass wir glücklich sind und hier raus sind. Nadine! Ja, ich bin drauf. Ja, das ist aber spiegelverkehrt. Ja, wir dürfen uns hier hinsetzen. Es ist ein offizieller Rastplatz hier aus privater Hand wohl. Richtig gemütlich, so ja, aus selbstgebauten Stühlen. Einen hübschen Tisch hier. Boah, das nehmen wir natürlich gerne an und ruhen uns hier noch mal ein bisschen aus nach den Strapazen. Ihr seht auch, wir sind von der Hauptstraße weg und sind endlich wieder auf normalen Wegen. Das ist natürlich sehr entspannt, weil gerade an der Hauptstraße, die Autos fahren da mit über 100 an uns vorbei. Da musstest du teilweise in den Graben springen. Das ist natürlich nicht so angenehm. Ja, der Jörg, der holt hier Katzenfutter raus. Ja, wo ist der Löffel? Du musst so da rausnutzen mit dem Finger. Willkommen zurück von der Strecke. Und jetzt werden wir mal mit einem richtig schönen Ausblick belohnt, den ihr jetzt noch nicht seht, aber keine Angst, den seht ihr jetzt gleich in wenigen Momenten. War richtig cool. Und zwar schaut euch das jetzt mal hier an. Da ist er. Der Halterner Stausee oder auch Hulaner See, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wo ist das? Doch, das ist der Halterner Stausee schon, ne? Ne, nur der Hulaner, ach so, der ist daneben, ja. Und da ist der Jörg, das ist nicht der Stausee. Ja, ihr habt gesehen. Und da auch die Alex. Schaut euch mal hier dieses Bild an. Mit dem Sonnenlicht, was hier noch in der Luft liegt. Wahnsinn. Eine schöne Belohnung heute für den Tag. Gehen wir mal hier vorne hin. So. Ja, schaut doch mal hier von der Ecke. Es ist richtig, richtig schön. Was soll ich sagen? Aber wir haben jetzt nach 8 Uhr. Der Tag ist tatsächlich schon spät. Man ist doch schon ein bisschen erschöpft so langsam. Ne? Hat sich alles sehr gezogen. Aber das sieht so gerade traumhaft aus. Ne? Schön. Der leichte Seegang hier, der leichte Wellengang durch den Wind, der hier auftaucht. Dann die letzten Sonnenstrahlen, hat hier gerade eben schon gesagt. Schaut euch das an. Schön. Ja, die anderen sind auch gerade begeistert. Alle haben ihre Kameras hier rausgezückt. Hier. Ne, Jörg, Nadine, Alex. Alle gucken sie gerade. Ich kann mich nur wiederholen, geht auch auf die Kanäle von den dreien. Alles unten verlinkt. Haben alle vier heute ein Video hier gemacht. Und jetzt kommt der Jörg mit seiner Kamera hier an. Was möchte er jetzt? Ach, du filmst ja auch hier in die Richtung. Ich habe gedacht, die Kamera nee, die zeigt dich. Ja, nee, okay. Du bist mitten im Bild gerade. Ja, du auch. Ja, geht geil, mal auf ne? Jörg Müllers Kanal. Richtig ja, geil, klasse hier. Hau mal beim Klaas ein fettes Abo da lassen. Und hier ist schon die nächste bezaubernde Stelle hier an diesem See. Das sieht einfach toll aus hier in dem Licht, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Jörg macht direkt ein Selfie hier, aber ja, das lohnt sich hier auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Komm, wir sind hier mit auf ein Selfie. Mit Kamera. Wo ist der Rest? Vom Schützenfest. Nadine, du fehlst noch. Ja, und auch das hier, durch den Wald jetzt zu laufen. Mit dem untergehenden Sonnenlicht. Vögelgezwitscher. Das ist echt schön. Da freue ich mich auch schon ein bisschen auf den Kölnfahrt, wenn dann die Nacht so langsam beginnt, die Sonne untergeht. Dann hoffe ich, dass wir da wirklich in einem Bereich sind, wo es sich auch lohnt, wo wir vielleicht ein Stückchen Wald haben. Ist beim Kölnfahrt ja nicht immer gegeben. Aber schaut euch das hier an. Boah, jetzt hier mit dem Licht.
Leute, auch wenn ich jetzt dazwischen rede, natürlich könnt ihr jetzt alles hier mit Musik untermalen, aber ich will euch jetzt einfach mal so sagen, was ich dabei empfinde, wenn ich das hier so sehe. Und das ist einfach bezaubernd. Ein wunderschönes Bild. Ja, und hier in der untergehenden Sonne melde ich mich nochmal wieder. Aber ihr seht es hinter mir, der Himmel, schön blau. Wahnsinn, diese Farben, die wir jetzt hier heute haben. Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter. Die ganze Woche hat es geregnet, so mehr oder weniger. Und ja, die Wetterlage fürs Wochenende, die war noch nicht klar, wie es hier werden soll. Und jetzt war es doch den ganzen Tag trocken. Also ja, das Wetter meint es heute wirklich gut mit uns. Ja, jetzt kommen wir nochmal hier zu dem letzten wichtigen Punkt. Das Schuhwerk mit Socken und so weiter. Ja, auch da experimentiere ich verdammt lange schon rum. Ja, Jörg, genau. Da joggt hier mal eben vorbei. Ja, wie gesagt, da experimentiere ich lange mit rum. Und das Thema Schuhe, Füße allgemein, also Schuhwerk, Socken, das ist auch ein Punkt, das ist wirklich sehr individuell für jeden. Und da kann man keinen Generaltipp geben. Ne? Die einen kommen damit klar, die anderen kommen mit dem Schuh klar. Die einen, die schmieren sich die Füße ein. Die anderen nehmen dünne Socken, die anderen nehmen etwas dickere Socken, Kompressionssocken und so weiter. Also da gibt es verdammt viele Möglichkeiten und jeder Fuß ist halt anders und somit auch die Bedürfnisse ans Schuhwerk. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe Probleme mit den normalen bekannten Schuhen, diese üblichen von Brooks oder Hoka, dass sie halt vorne eng zugehen und da haue ich mir bei längeren Strecken halt immer die Zehen kaputt, also dass die Zehen anfangen Blasen zu bekommen, dann habe ich dann wirklich die kleinen Zehen, wirklich Fleischklumpen. Ne? Ich möchte halt jetzt nicht näher beschreiben und das tut auch verdammt weh. Ne? Es ist einfach zu eng. Und ja, mittlerweile bin ich dann tatsächlich eher bei Schuhen mit einem breiten Zehenbett. In meinem Fall ist es von Altra, die Marke Altra nehme ich da. Und da habe ich jetzt gerade den Schuh Altra Olympus 4. Damit komme ich super klar. Das ist ein Trailrunning-Schuh, der hat also eine vernünftige Sohle für Outdoor, eine gute Polsterung. Und ja, der Schuh ist tatsächlich gut. Da habe ich jetzt wirklich die wenigsten Probleme. Die Zehen haben da verdammt viel Platz. Leider gibt es diesen Schuh nicht mehr. Das ist der Nachteil an der Sache. Es gibt einen Nachfolger, Olympus 5, habe ich mir auch schon gekauft. Der ist aber von der Form komplett anders. Der ist in den Hacken komplett eigenartig zugenäht, richtig hoch. Und die Hacke war nach 50 Kilometern schon eingerissen im Schuh, dass ich mir da eine Blase gelaufen habe, weil der Schuh halt mangelhaft konzipiert ist. Also Olympus 5 kann ich nicht empfehlen und Olympus 4 gibt es nur noch tatsächlich Einzelstücke. Ja, leider ist es so. Ja, aber wie gesagt, mit dem Schuh komme ich halt am besten klar. Ich zeige ihn jetzt auch mal. Da, das ist der Olympus 4. Ihr seht hier die Form, wie schön breit die Zehen vorne sind, wie richtig schön viel Platz die haben. Und auch hier das Outdoor-Profil, was allerdings schon ziemlich stark abgenutzt ist, ne? Aber wie gesagt, für den 100er auf dem Kölnfahrt und den Mammutmarsch NRW, den ich dieses Jahr auch noch vorhab, da wird das Profil auf jeden Fall noch reichen. Ja, sockentechnisch habe ich auch Falke-Socken. Komme ich nicht ganz mit klar. Auch hat die Qualität von Falke ganz schön nachgelassen. Die reißen immer bei mir ein. So die ganzen letzten Chargen, die ich da bestellt hatte. Also nicht gut. Von Falke bin ich momentan echt enttäuscht. Und ja, ich habe jetzt meine alten CMP-Socken wieder rausgeholt. Das sind Kompressionssocken, die also eng anliegen. Und ja, das hat auch noch diverse Vorteile, dass die Haut sich weniger bewegt und dadurch halt weniger Blasen entstehen können. Das ist so gerade meine Kombi. Und jetzt noch ein entscheidender Punkt. Ne, meine Hacken sind leider total empfindlich. Und ja, jetzt benutze ich noch Hiking-Wolle. Das hatte ich auch schon mal in anderen Videos erwähnt, das ist Schafswolle, Naturschafswolle quasi und die hat einen sehr hohen Fettanteil und damit polstere ich meine Hacken komplett aus. Der Vorteil ist, die nehmen komplett die Form des Fußes, des Schuhs an. Man merkt also nichts, nachdem man erst, keine Ahnung, läuft 5 Minuten damit rum und ihr merkt es nicht mehr. Ne? Es formt sich komplett an. Das Fett macht die Füße geschmeidig und jetzt kommt das Gute. Wenn man sich wirklich eine Blase läuft, verteilt die Socken, die Wolle sich in dem Socken, sodass diese Blase ausgeformt wird und man von dieser überhaupt nichts merkt, beziehungsweise ja auch gar nicht größer wird. Aber das Schöne ist halt, man hat dadurch keine Schmerzen. Ne, also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt merkt, ihr kriegt eine Blase,
soll man ja sofort ein Blasenpflaster eigentlich draufkleben. Viele machen das erst dann, wenn es zu spät ist. Ja, und quasi so wirkt dieses Polster von der Hikingwolle auch halt, dass es automatisch funktioniert. Das ist echt mein Geheimtipp. Also googelt mal nach Hikingwolle und ja, kann ich echt nur empfehlen. Und ein großer weiterer Punkt ist noch, ich habe eine Fehlstellung im Fuß, wenn man so sagen will, unter anderem Plattfüße. Ich habe auch Einlagen vom Orthopäden, aber diese sind einfach nicht fürs Wandern gedacht. Ja? Das Problem ist, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte welche für Sportschuhe, es funktioniert einfach nicht. Na klar, es gibt noch diverse Anbieter im Internet, die bieten das extra an, hier für Jogger und Wanderer. Da müsste man das einschicken. Dafür bräuchte ich wieder ein neues Attest, habe ich nicht. Aber ihr werdet es kaum glauben, ich habe Einlagen von Amazon bestellt. Gibt es wahrscheinlich noch woanders. Von einem günstigen, ich sage jetzt mal chinesischen Anbieter. Und ja, das sind Universaleinlagen. Soll man ja vielleicht nicht unbedingt nehmen. Das könnte auch nach hinten losgehen. Aber seitdem ich diese Einlagen habe, habe ich mein Blasenproblem nochmals reduziert. Und diese Einlagen kosten gerade mal 20 Euro. Das Schöne ist, ich habe nicht nur das Problem mit meinen blasenen Füßen reduziert, sondern ich habe auch keine Knieschmerzen mehr. Weil ich hatte vorher tatsächlich Knieschmerzen, weil durch die Plattfüße meine Füße immer bam, bam, bam gestampft sind auf dem Boden. Man hat es richtig gemerkt. Und das ging so in die Knie über, dass ich noch länger wandern und teilweise auch Knieschmerzen hatte. Ja, man hat es halt am Gang auch gemerkt. Ja, mit diesen Einlagen ist auch dieses Problem beseitigt. Der Fuß hat jetzt wieder eine schöne, ja, stabile Seitenlage, kann man dazu sagen. Und steht schön stabil im Schuh. Und ich bin mit diesen günstigen Einlagen wirklich zufrieden. Und vor allen Dingen, ich kriege dadurch auch keine Blasen an den Füßen. Perfekt. Ja, und was ich jetzt nochmal neu habe, aber das ist ja wirklich individuell. Ich habe jetzt nochmal Fersenpolster in die Schuhe geklebt, weil die Schuhe, gerade wenn der Fuß noch im kalten Zustand ist, verdammt viel Luft haben und der Fuß sich da drin bewegt. 43 ist zu klein, die nächste Größe ist 44, da ist es leicht zu groß, also das schwankt genau dazwischen. Und ja, durch diese Polster merke ich, dass der Schuh viel besser um den Fuß passt und dieser nicht mehr sich so bewegt. Aber allerdings bin ich da noch nicht so ganz zufrieden. Das werde ich heute nach der Wanderung dann merken, ob es wirklich gut funktioniert hat. Ansonsten nehme ich diese Fersenpolster wieder raus. Das ist jetzt kein Muss, aber ich glaube, es läuft ganz gut damit. So, jetzt haben wir verdammt viel geredet und ja, ich begebe mich jetzt hier auf den Endspurt, auf die letzten, keine Ahnung, 2-3 Kilometer und dann sind wir auch wieder am Auto. Ja, auf den letzten Metern sind wir jetzt gerade. Leider kann ich euch noch nicht mal sagen, wie lang die Tour jetzt wirklich geworden ist, weil meine GPS-Aufzeichnung nicht richtig ist. Aber ich denke mal, der Jörg sagt uns jetzt... 44,8. Oh, doch? Ja. Okay, und wie viel müssen wir noch? Ein Kilometer? Ja, anderthalb vielleicht. Ja, ja, ist doch cool. Haben wir trotz unserer komischen Abkürzung, die wir da genommen haben, ungefähr knapp 46 Kilometer. Ja, schönes Training für den Kölnfahrt. Die einen halt auf der 100er-Strecke, die anderen auf der 171er und natürlich auch für die Dame, die liebe Nadine, die auf extrem geht mit 155 Kilometern und sau vielen Höhenmetern. Echt Wahnsinn. Also, ui, da hinten kommt Fahrradfahrer. Ja, ja, die können jetzt warten, bis ich hier die Aufnahme fertig habe. Ja, also wir hatten heute jede Menge Spaß hier gehabt. Das kann ich wohl echt sagen. Und die Fahrradfahrer, die kommen jetzt hier in meine Aufnahme jetzt gezwungenermaßen mit drauf. Ist mir jetzt auch egal. Ja, nette Gespräche geführt. Viel Spaß, viel Asphalt, viel Munition fast erlebt. Hui, hallo, da kommt noch jemand. Wild, ja, hört sich wild an hier. Ciao. So geht das übrigens den ganzen Tag heute. Schau, jeden Fahrradfahrer und jeden Autofahrer begrüßen und verabschieden wir. Ja, wir alle. Ja, sag ich auch. Aber die Nettigkeit kommt nicht immer so ernst real rüber, so muss man sozusagen. Manchmal, ja. Ja, was soll ich sagen? Geht, wie gesagt, auf die Kanäle von den anderen dreien hier. Waren noch drei, ne? Ja, 1, 2, 3 sind 3. Insgesamt sind heute 4. Wir haben keinen unterwegs verloren. Und wir begeben uns jetzt hier auf den Endspurt. Wünscht uns viel Erfolg auf unsere, ja, geplanten Ziele. Aber bis dahin sehen wir uns ja auf diesem Kanal noch. Also wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns irgendwie auf den Strecken begleitet, auf dem Kölnfahrt oder halt auch bei der Nadine. Schaut mal vorbei. Ja. Am Diemelsteig und Upplandsteig war das. So, jetzt sind die anderen irgendwie weg. Und jetzt sagen wir nochmal alle Tschüss. Wir fangen einmal mit dem Jörg an. Tschüss, tschüss Jörg. Zusammen. Ciao. Und tschüss, Nadine. Und tschüss, Alex. Tschüss.
Und ja, ich sage euch auch Tschüss. Wenn ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Lasst gerne ein Like da und schreibt mir auch gerne mal einen Kommentar. Habt ihr schon mal 100 Kilometer gemacht? Habt ihr es in nächster Zeit vielleicht vor? Habt ihr auch so viel experimentiert mit Equipment oder seid ihr da eigentlich relativ anspruchslos? Es gibt auch tatsächlich welche, die holen sich irgendwelche Turnschuhe und laufen damit 100 Kilometer, ohne sich großartig vorzubereiten, ohne großartig Equipment zu testen. Ich gehöre nun mal nicht dazu. Ist halt so. So, wo sind die anderen? Wir haben einen Teil schon wieder verloren. Die Alex amüsiert sich wieder. Die findet das Ganze hier super lustig wieder. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Dr.